So. Das ist jetzt der Odenwaldkreis. Ja. Die Trachtengruppe aus Höchst im Odenwald. Odenwaldclub. Genau, Odenwälder Bauern auch, wie sie ihre Tracht sonntags ja, und an Festtagen. Ja, sie wird gefahren natürlich, sehr auch gut. Auch stilecht. Ja, und das Fläschchen dabei, großartig. Das scheint aber nicht historisch zu sein, das Fläschchen. Die Tracht sind die Höchst im Odenwald. Ja. Das ist jetzt der Karnevalverein Hiltersklingen. Hiltersklinger, ja. Ulker sind jawohl. Das. Der Elberat, Schoppegarde und die Tanzjugend des Vereins. Du sag mal, aber kennst du das Lied? Hallo? Ja. Haben wir etwa schon Weihnachten? Ist das Feliz Navidad? Wenn ich das jetzt höre, fällt mir ein, dass ich meine Weihnachtsgeschenke noch nicht gekauft habe. Ob du zeitig dran bist dieses Jahr? Nee, also da muss ich jetzt nach dem Hessentag direkt losziehen. Ne? Vielleicht sollte das eine kleine Erinnerung sein. Ich habe mir sagen lassen, die spielen gerne Weihnachtslieder. Wahrscheinlich ist das Einzige, was sie einstudiert haben. Achtung, Achtung, liebe Zuschauer. Sie befinden sich noch immer auf dem Hessentagsfestumzug 11. Juni 2023 und nicht auf dem Funkstädter Weihnachtsmarkt. Sie sind auch nicht plötzlich eingeschlafen und im Dezember wieder aufgewacht. Alles gut, Sie sind hier richtig. Den Eindruck kriegen. Aber sie, die spielen auch was anderes. Samba, habe ich mir sagen lassen. Rock und Schlager. Oh, jetzt habe ich aber... Jetzt habe ich aber Probleme. Jetzt muss man sich doch noch mal kurz die Augen reiben. Moment mal, stimmt alles. Ein Weihnachtsmann hier jetzt. Ja. Nein, das soll der berühmte Michelstädter Rathaus zur Vorweihnachtszeit darstellen. Also das Rathaus hinter dem Weihnachtsmarkt. Der Weihnachtsmarkt. Sehen, ne? Ah, der Weihnachtsmarkt in genau. Michelstadt. Ja. Weil Michelstadt berühmt dafür ist. Und das Michelstädter Rathaus ist ja auch sehr toll. Also wer in Michelstadt mal war, der darf auf keinen Fall verpassen, sich das anzugucken. Ernsthaft, wenn die sich trauen, hier mitten im Juli mit ihrem Weihnachtsmann aufzutreten, muss das wirklich so was Besonderes sein, dass ich diesen Dezember auf jeden Fall nach Michelstadt fahre, um dort den Weihnachtsmarkt zu besuchen. Aus dem hohen Norden Hessens. Ja. Nach Michelstadt. Das sollte ja wohl das Mündeste sein, oder? Ja, nein, finde ich auch. Wir spielen ein Weihnachtslied und haben den Weihnachtsmann dabei. Ist das nicht großartig? Mitten im Hochsommer. Es ist gefühlt 40 Grad. Und der Nikolaus mit Rentieren. Ja. Nicht Rentieren, sondern Rentiere heißt es ja. Als Kind habe ich immer gesagt, Rentier. Rentiere. Der heißt Rentier, weil es rennt. Ne? Natürlich. Jeder denkt das. Es ist, oh, der muss sich ja auch ziemlich warm füllen. Ne? Ja, wann habe ich das letzte Mal einen Weihnachtsmann mit Sonnenbrille gesehen? Toll. Ja, gut, das hat man öfter, wenn es im Dezember die Sonne scheint. Der Schnee, der reflektiert ja auch. Dann hat man ganz gerne auch mal die Sonnenbrille auf, auch als Weihnachtsmann. Aber er hat keine Stiefel an, habe ich gesehen. Er hat Turnschuhe an, der Weihnachtsmann. Das ist jetzt ein Schaukelpferd. Es gibt ein Geschenk, ist genau. Ein Schaukelpferd, ein kleines. Für in die Vitrine. Das sind die Reichensheimer Märchen- und Sagentage. Herr Ministerpräsident, bitte in die Wohnzimmervitrine stellen. Genau.